Ich kann mich gut erinnern, wo die Wette ein kanalartiges Gewässer war, mit einem geometrisch hart verbauten Böschungsfluss, der ziemlich steil runtergegangen ist. Jetzt hat man sie auf der Länge von 550 Metern ausgeweitet. Man hat einen geschwungenen Lauf verpasst. Und jetzt ist die Renaturierung mit einem Volksfest quasi der Bevölkerung übergeben worden. Wir waren dabei. Die Wette ist wirklich wunderschön geworden. Ganz anders. Und ein Haufen Leute sind hierher gekommen und haben sich an dieser neu gewonnenen Rückgewinnung von der Natur erfreut. Die Wette in ganz einem anderen Gewand. Die Wette jetzt vielleicht auch etwas für die Fische. Zuerst aber sind da mal die grossen Fische da gestanden. Fototermin an der Wette. Und die grossen Fische mit einem trockenen Fisch haben für Foti hergehalten. Und ich habe mit dem Fischereiverein geredet. Ja, gell, Kriegel, also die grossen Fische stehen jetzt momentan im Wasser. Der Ludwig und der Daniel. Was bedeutet denn die Renaturierung für die kleinen Fische? Also für uns ist das natürlich ein Gewinn, oder? Wir haben jetzt hier aus einem monotonen Gewässer, wo eigentlich überall die gleiche Flussgeschwindigkeit hatte, haben wir verschiedene Flussgeschwindigkeiten. Wir haben verschiedene U-Tiefen, haben gute Unterstände, hat relativ viel Stein drin, wo sich an der Unterrie stoßen. Es hat auch gute Laichplätze für die Fische gegeben. Also für das Gewässer ist das ein absoluter Gewinn. Eben, gell, das, was man früher so begradigt hat und gemeint, man müsse es so fast verwaltungsmässig bauen, jetzt wieder ein bisschen zurück zum Meandern, zur Renaturierung, das macht wirklich Sinn. Auch für uns natürlich, nicht nur für die Fische. Ja, es macht vor allem Sinn, auch für die Natur, auch für Vögel und für die anderen Insekten und alles. Und es ist, optisch ist es schon schöner und es ist auch vom Hochwasserschutz her, oder? Er hat jetzt so viel mehr Platz für das Wasser, das er vorher nicht vorgebracht hat. Das war schon immer das Problem gewesen. Und wenn man jetzt es muss verbessern, dann kann man so verbessern, dass es für die Natur auch stimmt. Das ist meine Meinung jetzt. Damit es für die Natur auch stimmt, braucht es auch immer Menschen, die sich für die Natur einsetzen. Rechts der Ludwig Altenburger Stadtrat, links der Daniel Gut Stadtpräsident. Die beiden haben sich eingesetzt für die Wette. Und das braucht etwa mal auch Mut, politischen Mut, um sich für etwas einzusetzen, wo vielleicht ein Haufen Leute sagen, ja, zuerst machen sie es so, zuerst kanalisieren sie es und nachher wollen sie es wieder renaturieren. Das ist übrigens jetzt der trockene Fisch, der hier zurückkommt. Der Fischereiverein, ihr habt es gehört, ist glücklich, aber natürlich auch ein Haufen andere. Ganz sicher auch die Kinder. Ich kann mich noch gut erinnern, übrigens jetzt sind die Ansprachen gewesen und während der Ansprache haben wir ein bisschen diesen Kindern zugeschaut, wie sie hier an der Wette gespielt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich hier an der Wette daheim war. Meine Kinder, die konnte ich nie die Wette abschicken. Die Börter sind relativ steil gewesen, das Wasser war viel tiefer gewesen, als es hier jetzt ist. Ich habe hier übrigens noch Fisch Ausschau gehalten, dann aber keine gesehen in der Spiegelung von dieser Sonne. Es war ein wunderbarer Tag. Ja, aber eben, meine Kinder nie können so spielen, hier an der Wette sitzen, Schneckli suchen, Stein werfen, vielleicht den Fuß einheben. Man hat immer sagen, passet auf, es ist steil und ihr könnt die fallen und es könnte etwas passieren. Also insofern ist das wirklich eine Bereicherung. Und die Leute, die hier der Rede von Daniel Gut und eben auch von Ludwig Altenburger zulassen, die Leute, die sehen das sicher genau so. Es ist eine Bereicherung eigentlich für alle. Es ist eine Bereicherung nicht zuletzt für die Fische, für die Natur, eine Rückgewinnung von der Natur, aber sicher auch eine grosse Bereicherung für all die Leute, die hier in der Wette daheim sind. Ja, nicht nur die, die hier in der Wette daheim sind, sondern für all die, die hier in der Wette über entlang können spazieren. Und wenn ich so Kinder sehe und auch die Velofahrer, denke ich manchmal, das wäre schon damals schön gewesen. Damals ist nämlich das dort, wenn es weiter runtergegangen ist, eine Sackgasse gewesen. Es war ein langer Prozess gewesen, das werden wir auch hören, bis es zu dieser Renaturierung von der Wette gekommen ist. Und wenn man hier die Leute schaut, die glücklichen, die zufriedenen Leute, dann muss ich sagen, es ist gut rausgekommen an der Wette. Zuerst habe ich auch nicht gedacht, Himmel einmal, wieso macht man das jetzt, renaturieren? Ihr hört den Applaus für den Reden als einen ganz eindeutigen Rückhalt eben für den politischen Mut. Zuerst habe ich eben auch gedacht, ja, warum macht man das jetzt, die Verbreiterung, was bringt das? Aber wenn man so mit der Filmkamera da steht, wenn man dann so sieht, wie die Natur wirklich einen Gewinn hat, wie wir Menschen einen Gewinn haben, wie die Kinder eine Freude haben, wenn sie hier runtergehen können und probieren, ob sie einen Fuß einstrecken können, ob sie auch über die Steine dann durchkommen auf das Inseli. Ich kann euch sagen, der Bursch hier, der probiert es heute noch. Da bin ich hundertprozentig sicher. Wer das beim Interview mit dem Daniel gut sieht, dass er das so macht. Und wenn man dann so sieht, was jetzt hier für Pflanzen, für Tiere sich wieder wohlfühlen, dann muss ich sagen, der politische Mut, der lohnt sich allemal. Ich habe dann hier auch Bekannte getroffen. Wir haben ein bisschen geschaut, was ist denn da alles, was kommt alles vor. Und der Nico Sondrecker hat mir gesagt, was er denkt. Ich finde es grossartig, dass wir hier in Bux so ein wunderschönes gestaltetes Paradies erleben dürfen. Vor allem denke ich auch vom Altersheim her,
wenn die älteren Menschen können die Waben ein bisschen ausruhen, sich erholen, Gedanken fassen. Ich finde es grossartig. Ich bin froh, dass die Gemeinde das unterstützt hat. Ich bin ein grosser Befürworter von Renaturierung. Sagt Nico Sonderegger und ähnlich der Heinz Czerny. Du als alter Vettianer, wie gefällt's dir? Ja, alter Vettianer. Ja, ich bin 40 Jahre da. Seit 40 Jahren bewundere ich den Flur, den Bach. Aber ich muss sagen, es ist eine wunderschöne Arbeit gelungen. Und ich glaube, dass die auf Jahre hinaus Freude bereiten wird. Also nicht nur denen, die hier wohnen, sondern auch denen, die hier spazieren gehen oder wirklich das Ambiente genießen. Also im Moment ist ein traumhaftes Stück daraus geworden. Gell, ein Wiener bist du glaube nicht, aber ich bin ein Wiener. Darum sage ich, aber jetzt bist du hier daheim. Ich bin 40, über 40 Jahre schon da daheim und fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl. Und ich muss sagen, wenn man sieht, wie es vorher ausgesehen hat und wie es sich jetzt verändert hat, also einfach wunderbar. Und gell, jetzt haben wir in Buchs auch mal endlich eine Donauinsel, he? Ja, das ist ein bisschen, ja, also, ich meine, wir haben in der Donauwiesen auch einen schneller fließenden Strom, als das ist. Aber ich meine, die Schönheit ist natürlich da bedeutend, man kann das viel mehr geniessen. Und dass dein Sohn, der Beat, doch noch maßgeblich beteiligt ist, gell, freut ihn umso mehr. Ja gut, ich meine, macht mich stolz. Stolz, das hat man allerorten gespürt, stolz sind die Vettianer und all die, die hergekommen sind, eben auf ihre neue Wette. Die Renaturierung, da kann man klar sagen, die kommt an, bei gross und bei klein. Da werden jetzt wieder Steine umgedreht, da spielt man, da macht man etwas mit der Natur, da lebt man mit der Natur, Kind und eben auch Hunde. Keine Angst, er hat keinen Fisch gefangen. Es ist wirklich nur ein Stein, es ist alles sauber zu und her gegangen. Und dann habe ich mit dem Daniel gut geredet. Daniel, die Renaturierung, was bedeutet das für dich persönlich? Ja, ich habe natürlich Freude, weil ich hier in diesem Quartier wohne. Ist das mein Sonntagsspaziergang? Und der Sonntagsspaziergang, der gewinnt natürlich massiv an Wert. Also wenn ich jetzt da zurückdenke, wie das im Winter aussieht, wie herrlich, mit Raureifen und so, mal ja noch Schnee. Nachher im Frühling, was langsam ein bisschen auf den Sprießen hat und wie es jetzt im Sommer eine Art schon aussieht, muss ich sagen. Das ist wunderbar, wie da die Natur jetzt eigentlich zurückgewinnen kann. Also, mir gefällt es einfach wahnsinnig, was die Natur jetzt in der Siedlung ist. Ich schaue das wirklich als einen Beitrag an für ein lebenswertes Buchs. Ich finde es eine schöne Oase in einer Siedlung, wenn wir da so rumschauen. Ich glaube, die Leute haben alle auch etwas davon. Plus natürlich eben die Menschen, die hier spazieren, sagen, dass die vom Haus wieder, die jetzt auf einem Teerweg spazieren können, was vorher nicht so gut war. Und natürlich eben die Leute, die ihren Sonntags- oder Abendspaziergang hier machen. Und Kind, glaube ich, wenn wir hier schauen, ich wäre jetzt als Kind da, glaube ich, nicht da außen stehen geblieben, sondern ich wäre jetzt ins Wasser gestanden. Und das war ja vorher nicht möglich gewesen, gell? Mit den steilen Pörtern, oder? Nein, das ist vorher, was einfach ein gerader Kanal war, ist das nicht möglich gewesen. Abgesehen davon hat es natürlich auch nicht so Aufenthaltsmöglichkeiten gegeben, wie da jetzt geschaffen worden sind, also wo wirklich einladen, zum ans Wasser runterzukommen. Vorher war da einfach Wiese gewesen, dann hat man also zuerst müssen quasi durch eine Wiese durchlaufen und dann eben steile Böschung ab. Das war vorher nicht attraktiv gewesen, das hat niemand wollen. Jetzt gibt es bei so Projekten immer auch Einsprache, aber das ist relativ flott über die Bühne gegangen, gell? Es war schon ein Projekt, das viele Jahre eigentlich geschaffen worden ist, bis wir jetzt da stehen. Nein, es hat schon ein paar Einsprachen gegeben, aber man hat das versucht, eigentlich im gegenseitigen Einvernehmen weitestgehend zu bereinigen. Also ich hoffe, dass die meisten Leute jetzt da zufrieden sind, auch die, die ursprünglich einmal eine Einsprache gemacht haben. Ich war selber hier daheim, Brunstrasse 21, und habe erlebt, wenn es Hochwasser geht. Hochwasser ist natürlich jetzt eigentlich auch besser. Hochwasserschutz ist jetzt eindeutig besser, oder? Das ist natürlich neben der Natur in der Siedlung mehr Raum gegeben, wo ein Ziel war. Ist das zweite Ziel klar gewesen, Hochwasserschutz verbessern. Jetzt müssen wir aber ganz ehrlich sein, im Moment ist der Hochwasserschutz natürlich noch nicht massiv verbessert. Man hat einen grösseren Gewässerraum, durch das ein bisschen mehr Retention, Zurückhalten von Wasser. Aber das Problem haben wir natürlich, dass wir weiter runter, an der Wette nach, haben wir natürlich noch die genau gleiche Situation. Wir haben auch noch die Brücke da vorne hinter meinem Rücken. Und selbst sind die jetzig
die eigentlichen Hochwasserprobleme, wenn es deren gibt. Aber ganz langfristig ist natürlich geplant, dort vom Hochwasserschutz aus dann auch noch Massnahmen ergreifen, dass man wirklich kann sagen, auch diese Etappe hat bezüglich Hochwasserschutz dann auch noch etwas gebracht. Hat sich die Zeit ein wenig verändert? Wir haben ja verschiedene Renaturierungen, Flüsse wieder dürfen meandern. Hat sich das ein wenig verbessert, verändert, das Bewusstsein? Ich weiss es nicht, wie Buchserinnen und Buchser gedacht haben vor 20 Jahren. Man hat ja wirklich teilweise schon lange angefangen. Also ich finde, Buchs ist da noch wirklich echt fortschrittlich. Ich glaube, es war immer eine gewisse Bereitschaft da gewesen, aber wir haben jetzt wirklich können eigentlich nach diesen Massnahmen am Giessen oder auch nach diesen Massnahmen weiter oben an der Wette, wo sie auch beim Haus wieder eine schöne kleine Parklandschaft mit einem, also fast mit einem Seele noch geschaffen worden ist von der Wette. Die Beispiele zeigen schon und die Bereitschaft vergrössern zum Weitermachen. Und die Gewässer sollen, das haben wir im Richtplan einstimmig so verabschiedet im Gemeinderat, dortmal 2011. Die Gewässer sollen eine Art Grünachse in der Siedlung sein. Und sie sind halt, weil wir jetzt vorläufig noch keinen Stadtpark haben, sind sie natürlich auch gewissermaßen halt ein erster Schritt, um attraktive Aufenthaltsräume im lebenswerten Buchs zu haben. Und damit ihr das selber seht, wie attraktiv die Aufenthaltsräume sind, da müsst ihr wirklich einfach selber hergehen. Wir haben probiert, Bilder einzufangen. Es war ein wunderschöner Tag, aber eben, wenn man selber hergeht, das zu schmecken, das zu fühlen, wenn der Wind durch die Haare durchstreicht, wenn ihr seht, wie das Wasser spritzt, wenn ihr auch die Kinder und die Jugendlichen und die Erwachsenen seht, wie sie eine Freude haben, das müsst ihr selber erleben. Und ich habe mit Ludwig Altenburger geredet. Ja, also Ludwig, also das Buchsen so mitten in der Natur, in der Wette. Ich war da lange Jahre daheim gewesen, das sieht jetzt ganz anders aus, wirklich sehr, sehr schön. Du bist da maßgeblich beteiligt gewesen als Stadtrat. Wie ist das vonstatten gegangen? Ja, das ist ein langer Prozess. Also wir entdeuren da das Buchs 1998 mit der Saar anfangen revitalisieren. Aber natürlich innerhalb des Gewässers kein Platz. Es sind Häuser, die dort stehen. Dann hat man einfach das möglich gemacht im Gewässer. Aber es hat hier schon hat sich ausgewirkt. Früher, ich weiss nicht, magst du dich erinnern, da hat der Werkhof zum Beispiel am Giessen tagelang das Gras rausgemäht. Und die Revitalisierung hat natürlich mit einer Tiefwasserrinne das Problem selber gelöst. Es hat keine Verkrautung mehr gegeben. Und da natürlich auch weniger Unterhalt für den Werkhof. Das ist nur das eine. Aber auch die Steine, die man dort hier gesetzt hat, die kleinen Inseln auf der Seite, haben schon Unterschlupf gebracht. Dann ist es natürlich auch so, dass man beim Gewässerunterhalt viel mehr darauf schauen. Und das war ein Anliegen vom Fischereiverein, dass man entlang des Giessen oder allen Gewässern einen Krautstreifen stehen lässt, wo Insekten dran gehen und die, oder Samen, und die fallen dann ins Wasser und sind da wieder Futter für die Lebewesen im Wasser. Aber es ist wunderschön, gell? Du sitzt jetzt hier so relaxed auf dem Baumstamm oben und du bist auch verantwortlich natürlich noch für das Altersheim. Und die Leute können jetzt auch der Naturschönheit entlang hier runterlaufen. Ist natürlich auch ein Aspekt, oder? Also das wird schon seit längerer Zeit genutzt. Nicht nur die begleitete Wohngruppe vom Wiederpark, auch viele Leute, die noch relativ mobil sind. Die haben natürlich jetzt einen schönen Spaziergang oben am Brunnenbach angefangen, wo mit Sitzmöglichkeiten, die auch sehr wichtig sind. Oder da, wie ich jetzt mit meinem jüngeren Jahrgang, kann natürlich die Gelegenheit nutzen, da und wieder das Gewässer beobachten. Man hört es dann auch wieder fliessen, wenn man nicht Stöpsel in den Ohren hat. Und genau das ist ja auch ein Ziel der Renaturierung. Dann die Aufwertung hat man im Frühling gesehen. Da hatte es Schwalben, da, die in der Natur noch nicht so weit waren. Die Schwalben sind retour gekommen und über dem Gewässer hatte es natürlich Mocken.
Schauen. Manchmal bis zu 60 Schwalben habe ich einmal gesehen, an der Wette entlang. Also auch den Vögel, aber auch anderen Tieren hat das wirklich eine Aufwertung gebracht. Und das Wichtigste natürlich, eben, wie du sagst, wenn man geht spazieren, man kann hier hinsitzen. Jetzt sind gerade meine Grosskinder hier unten am Wässerle. Auch für die ist es ein Ereignis, dass man das Wasser kennenlernen soll, aber auch dann gewisse Rücksicht nehmen. Du als Sternblöckler wirst noch ein Wettianer, wenn es so weitergeht. Ja, bei uns kann man dort am Giessen nicht mehr viel machen. Aber wir beobachten natürlich dort die Natur auch. Wir haben jetzt gerade letzte Nacht einen Besuch von einem Biber, den ich gesehen habe. Am Öpfelbaum war er am Schälen. Also die Natur kommt auch zum Teil zurück. Als Pensionist im Unruhezustand, gell? Ganz andere Aspekte, als was du vorher eigentlich beruflich gemacht hast. Sicher. Beim Arbeiten hat man es nicht so mitbekommen, die Natur selber. Aber ganz sicher am Morgen früh, wenn man arbeiten ist, am 4. Ich mag mich hier schon, ich habe es immer genossen, eine Ruhe, kein Auto, ein Velofahrer, vielleicht einmal ein Verirrter, der erst heim ist. Aber mit denen noch die Vögel gehört am Morgen am 4. Das Rohkehli zum Beispiel. Probiert es euch selber mal, da müsst ihr nicht Fischer sein. Aber die Leute vom Fischereiverein, die können sicher immer wieder daher. Aber wenn ihr kein Fischer seid, schon da fährt es schön. Die 14 schwarzen Pappel, die hier entlang der Wette gepflanzt worden sind, da könnt ihr zum Beispiel von dem Brückel herkommen, könnt ihr aufs Bänkel her sitzen und von dem Bänkel aus könnt ihr all das anschauen, durch die Pflanzen durch, schauen, welche Tiere sie sehen. Welche Pflanzen sind wirklich etwas ganz Spezielles, Schönes, die Wette. Und übrigens hier, wenn ihr genau schaut, da seht ihr ganz sicher Fisch. Mit unserer Kamera in dieser Spiegel ist das natürlich schwierig. Und dann könnt ihr natürlich auch so eine Ente beobachten und schaut mal, was die alles kann, wenn sie gegen den Strom schwimmt. Gegen den Strom schwimmen ist wahrscheinlich sowieso etwas schwieriger als mit dem Strom. Vielleicht ist es auch ein gegen den Strom schwimmen, wenn man sich für so Renaturierungen einsetzt. Wenn man aber dann die Freude sieht, die hier entstanden ist, dann denken wir, dann lohnt sich das Schwimmen gegen den Strom. Ja, probiert es doch einmal. So Gedanken könnt ihr machen, wenn ihr zu der Wette geht, solche und ganz andere.